So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge und wir gehen auch direkt mal in die Welt. Und ich habe ein paar Neuerungen und zwar habe ich zum einen hier jetzt ein Ausstörungsmesser, aha. Und da kann ich jetzt, ich nehme jetzt mit Outer City auf plus Open Broadcast und das Ganze rendere ich im Nachhinein nochmal, weil ich habe jetzt mir mal CS6 gegönnt, ne, muss mal, ne. Also demnächst schneide ich mit Premiere Pro und folglich, oh, was mache ich denn hier? Ich gehe in die völlig falsche Richtung. Folglich ist einfach eine höhere Qualität drin. Ich habe, jetzt werdet ihr das am Ende des Videos sehen, eine neue Endcard gemacht. Demnächst bei kommenden Projekten soll eigentlich immer eine Endcard dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt erstmal nur zum Test mache, weil ich muss das halt natürlich alles einstellen und ich muss erstmal eine gewisse Routine kriegen. Aber an sich sieht es schon sehr geil aus. Auch für das neue Projekt jetzt. Goodbye Deponia. Ach Quatsch, Goodbye Deponia. Hatten wir ja neulich. Chaos auf Deponia kommt jetzt, genau. Für das neue Projekt bekommt dann auch komplett Endcards. Das ist das erste Projekt, was ich komplett mit Endcards machen werde. Das leckt ein bisschen hier. Und ich kann hier halt hier nebenher auf dem zweiten Bildschirm. Ich habe mir jetzt einen zweiten Bildschirm dafür zugelegt. Kann ich jetzt die Aussteuerung sehen. Ich kann ein bisschen leiser reden eigentlich. Kann ich jetzt die Aussteuerung sehen, wie laut ich rede und so weiter und so fort. Ich mache nochmal ein bisschen dies, das. So. Ein paar Fackeln. Achso, die Schere brauchen wir jetzt nicht. Das Game ist ein bisschen leise oder die Musik ist ein bisschen laut. Das kann natürlich auch sein. Ich kann ja mal ein bisschen hier... Ah, wir haben gar keinen Game-Sound. Okay. Warum auch immer. Irgendwie haben wir keinen Game-Sound. Ich weiß nicht warum, aber ist auch egal. Das ist eigentlich ein bisschen doof, weil ich wollte hier irgendwie die Höhle finden und jetzt könnte mich das ein bisschen aufhalten, aber... Ah. Ja. Bin ich geil oder bin ich geil? Ha? Ha, ha, ha? Wir wollten ein Cave und wir haben ein Cave. Jetzt müssen wir da hochkommen. Ich hab da hier ein bisschen, naja, da haben wir noch ein bisschen Kobelstone. Dann gehen wir mal hier hoch. Und schauen uns hier mal ein bisschen um, wa? Fackeln wir erstmal hier alles ein bisschen ab. Kann ja nicht schaden. Wir sollten Kisten finden. Kisten wären gut. So, hier geht's nicht weiter, ne? Nein. Kohle ignoriere ich jetzt einfach mal, weil wir ja schon ein bisschen was haben. Mir fällt gerade auf. Ach nee, warte mal, hier sehe ich ja die Zeit. Okay. Ich habe das Open Broadcaster Fenster in den Hintergrund gedrängt. Das war jetzt ein bisschen doof von mir, aber weil jetzt sehe ich nicht mehr unten die Aufnahmezeit. Das war eigentlich der Sinn der Sache. Habe ich eigentlich vollkommen gefailt. Aber gut. Ich sehe es ja in Outer City, die Aufnahme, Tonspur, wie weit die schon fortgeschritten ist. Ich muss mich immer ein bisschen zurechtfinden. Ey, verlaufe ich mich hier schon wieder. Ich komme hier sowieso nie wieder raus, davon mal abgesehen. Aber man kann sich ja bemühen, ne? Und hier geht es nicht weiter. Nein. Okay. Das ist natürlich jetzt scheiße. Warte mal, hier unten geht's weiter. Unten geht's weiter. Ja klar, mach halt noch lauter da draußen, ey. Meine Fresse. Hier stehen gerade die ganzen Leutchens auf. Ist auch ein bisschen beschissen, aber... Naja, was willst du machen, ne? So. Wo geht's denn hier weiter? Pff, geh weg. Scheiß Ding. Hier nehmen wir das Eisen noch mit. Das kann nicht schaden. Und ich kann an der Aufnahmespur jetzt mal sehen, wenn ich ein bisschen leise werde. Da kann ich mal ein bisschen mehr reden dann. Und kann man sich auch so ein bisschen selbst... Ich wollte schon sagen, da steht ein Creeper. Selbst überwachen. Und das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. So, aber... Wir kommen hier trotzdem irgendwie nicht so richtig weiter. Es ist, entweder ist es ein relativ kleines Cave oder... Ich habe mich einfach noch nicht richtig umgeschaut. Ich denke mal letzteres. Haben wir noch ein bisschen Eisen. Schienen können wir mitnehmen, warum auch immer. Einfach, weil man es kann.
So, Kohle, wie gesagt, lass mal ignoriert heute. Hier unten waren wir auch schon. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das Cave nicht so groß, wie ich es mir erhofft habe. Und wir haben auch keine Kiste gefunden. Das ist auch scheiße. What should we do? Können wir hier. Ah, warte mal, hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's noch weiter. Das ist gut. Das ist gut. Hier geht es weiter. So, warte mal, wir gehen mal hier weiter. Schaufel. Fuck it. Okay, das ist mir auch neu hier, dass das so. Oder vielleicht ist es einfach nur bescheuert generiert. Das kann natürlich auch sein. Aber so einen breiten Gang habe ich bisher noch nie im Cave gesehen. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Aber hier hinten ging es weiter, da bei dem Wasser. Und aus Erfahrung kann ich eigentlich immer sagen: immer da, wo Wasser ist, findet man auch irgendwo eine Kiste. Keine Ahnung warum, aber es ist so. So. Hier geht's auch weiter, ne? Oh Gott, hier geht's ja überall weiter. Warte mal. Schnarch. So. Geht's auch weiter? Okay, hier ist so ein Zwischenraum, ne? Hier ist so ein Zwischenraum. Da hinten ist ein. Oh, ist das ein Cave Spider Spawner? Wir ignorieren den gerade einfach mal. Haben wir eigentlich. Oh, wir haben Peaceful. Ich wollte gerade sagen. Okay, das war jetzt auch vielleicht nicht die beste Idee, aber. Gerade hier jetzt, weil wir keinen Ton haben. Dann fällt mich gleich irgendwas von hinten an und ich kriege voll den Herzinfarkt. Aber gut. Gehört dazu. Ist ja das Feeling. Okay. Schnarch. So. Ich wollte schon sagen. Kiste. Pumpkin Seeds brauche ich nicht. Ich brauche Melonen Seeds, Alter. Scheiß Kistencard hier. Okay. Also das war nur Pumpkin. Es liegt noch überall Eisen rum, aber ich ignoriere es einfach gekonnt. Schaufel. Danke. Können wir uns hier durchschaufeln? Ja. Ich glaube, da hinten ist der Spin-Spawner, ne? Spin-Spawner. Okay, was ist hier? Falsch. Oh, warte mal, vielleicht können wir es. So. Ach, fuck, die sind ja nur ein breit, ne? So eine Scheiße, okay. War das nur ein Spawner? Ne, da hinten ist bestimmt noch einer. Oder? Ich glaube. Ich glaube, wir haben sie. Kann es sein? Könnte tatsächlich sein, dass wir sie jetzt. Das ist nur ein Spawner, aber. Ist doch merkwürdig, aber. Alter, wie weit geht das denn hier? Irgendwie kackt meine Stimme gerade voll ab. Ich merke das gerade. Ich muss hier noch auch noch duschen, deswegen. Ich wollte das aber jetzt noch aufnehmen, damit ich da noch rendern kann. Weil das Rendern dauert halt alles ein bisschen. Das Rendern. Rendern. Während übrigens in der Endcard eine. Eventuell eine kleine Anspielung sehen. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, aber ich habe es komplett selber gemacht. Ich kann ja auch schlecht eine Endcard klauen, also. Oh, das ist ein Zombie. Ich habe mich noch ein bisschen inspirieren lassen. Einfach für eine schöne Endcard. Hilfe! Hilfe! Ich habe eine Eisenrüstung an. Oder? Ja. Hopsch. Alter, wie geht's? Was geht denn hier falsch? Bitte stirb. Danke. Oh, hier ist noch einer. Ja! Springst du da raus, kleiner Bastard? Okay. Schon zwei Spinnenspawner. Also man sagt immer Spinnenspawner. Spinnenspawner. Spinnenspawner gefunden in dieser Aufnahme. Das bedeutet doch nichts Gutes. Ist hier weiter?
Nö, hier ist nur Eisen. Okay. Wir haben zwar bis jetzt schon fast alles Eisen einfach mal ignoriert war. Naja. Macht ja nix. Wir gehen zurück. Wir haben ja schon 10 Minuten. Ich hoffe mal, dass die Aufnahmezeit da stimmt. Also. Bin ja mit Outer City noch nicht so vertraut, muss ich ja sagen. Ach, weißt du was? Komm, hier fließt da runter, was weiß ich. So waren wir jetzt hier unten schon, ja, ne? Ja, hier waren wir schon. Ich habe das Gefühl, wir finden hier nie wieder raus. Aber, nun ja. Hallo. Alter, was ist denn hier falsch? Diamantschwert. Auf Doom. So. Hilfe! Okay. Easy. Locker easy. Alter, wo kommen die denn her alle? Okay, du stirbst auch. Hier geht's auch noch runter. Aha, du stirbst. Okay, hier gibt's auch nichts weiter. Okay. Hier gibt's auch nichts weiter. Schade. Schade, schade, schade. Okay, hier. Was ist hier? Gibt's auch nichts. Hier waren wir eben, ne? Das ist diese Stelle hier, wo das Wasser runterkam, ja genau. Warte mal, machen wir hier mal eben das, den Stein weg. Ich bin ein bisschen ratlos. Okay, hier waren nur die Spinnenwebe. Alter. Poison? What the fuck? Ja, da steht einfach mal eine Hexe. Was ist los? Stirb. Ich kann von Gift, glaube ich, nicht sterben, ne? Nee. Ist ja auch schon wieder vorbei. Ich glaube, das haut einen dann nur auf ein Herz runter oder so. Oder ein halbes. Aber das ist natürlich auch nicht schön, wenn dann irgendein anderes Monster kommt, bis er halt sofort instant. Ich hab mal angeguckt. Hab ich dich angeguckt? Ich geh hier einfach nur vorbei. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Okay. Ich würde ihn ja gerne töten. Aber ich habe auch noch nicht voll HP, also. Das ist mir noch ein bisschen riskant. Töte ich ihn? Nee. Nee, ich töte ihn noch nicht. Aber jetzt steht der da auch so bescheuert, ne? Alter, noch ein Spinnenspawner. Alter, was ist hier los? Gleich mal abbauen. So. Der ist tot. Alter, schon haben wir haben schon Level 26 hier. Was ist los? So. Alter, jetzt steckst du hier über den Spinnenweben fest, ne? Hilfe. Creeper. Okay. That was successful. Okay, ignoriere mich halt. Der Creeper hat mich ignoriert. Was für ein Arsch. Unten geht's auch weiter. Gehen wir da unten hin. Hallo. Wow, das war knapp. Hier unten waren wir schon, ne? Oder? Eigentlich schon. Gehen wir hier weiter. Ne, hier geht's nur. Hier geht's nur raus. Schade. Wir müssen auch die Folge beenden. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen, weil die Endcard jetzt noch kommt. Da muss ich ein bisschen früher aufhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.